Herzlich willkommen zum SummerSlam 2020. Heute warten euch wie immer spannende Matches. Aber wir beginnen heute mit den Matches von Monday Night Raw. Nun kommen wir zum Hauptteil und dem ersten Match davon. The following contest is scheduled for one fall. It is for the Raw Tag Team Championship. Introducing the challengers at a combined weight of 482 pounds. Roman Reigns and Seth Rollins, The Shield. Es könnte seit 2012 dann wieder sein, dass diese beiden zusammen einen Tag Team Titel halten. Das war der erste Titel, den die beiden im Main Roster erhalten haben. Gleich jetzt auch der nächste jetzt. Aber dazu müssen sie erstmal gegen die Wyatt Family antreten und diese auch besiegen. And introducing the champions at a combined weight of 590 pounds. They are the Raw Tag Team Champions. Harper and Rowan, the Wyatt Family. Harper und Rowan sind monströs große und starke Gestalten. Mit immer unfairen Mitteln in der Hand. Würde mich nicht wundern, wenn sie hier unfair spielen würden, gegen das Shield, um den Titel behalten zu können. Und jetzt beginnt das erste Match am SummerSlam und Reigns mit einer erreichten schickt Harper direkt zu Boden. Und ein Powerslam. Die White Family ist im letzten Jahr dreimal Tag Team Champion gewesen. Konnten zweimal ihren Titel von den Viking Raiders erobern. Wurden immer dann auf Cutter-Cat-Weise an Survival Series gegen The Club verloren haben. Schöne Tag Team Arbeit hier von der Wyatt Family und Roh mit dem Chokeslam gegen Reigns. Und nachdem dann die Usos sich verletzt haben durch die Wyatt Family, haben sie sich dann den Titel wieder geschnappt. Und jetzt zum dritten Mal Tag Team Champions hier bei Monday Night Raw. Ich denke, waren sie auch schon erfolgreich. Jetzt kommt der Tag, jetzt kommt Seth Rollins rein. Köpfen in die Seile und auch Rollins. Schöne Tag-Team-Arbeit mit Reigns.
Brown weicht aber schön auf. Beide verfehlen ihren Gegner mit diesem Move. Und Brown ist mit den Knien gegen Rollins. Der Big Boot. Stark von Rowan, das kommt der Tag. Hopper wieder im Match. Rollins weicht da gekonnt aus. Hey, der Ellbogen ist nicht von Hopper. Und Rollins fackelt nicht lange. Suicide Dive. Gegen Hopper. Packt ihn sich hier. Suplex außerhalb des Rings. Aber wieder im Ring, Rollins Top Rope. Rollins, Elbow Drop. Geht für den Pinfall gegen Harper. One Kick Out. Der Champion ist noch weiter im Match. Viel zu früh, um abzuschreiben. Aber steckt einfach hier den Schlag ein von Seth Rollins. Nimmt den Rollins hier den Swinging Neckbreaker. Tag, jetzt kommt Rowan rein. Und Rollins! Kann er das Ganze schön aus? Er ist einfach Rowan hier face first auf den Boden krachen. Reigns und Rowan jetzt wieder im Match. Der Big Dog schlägt ja Rowan einfach hier durch den Ring. Rowan am Boden. Und Reigns mit dem Cover. Kick out. Reigns jetzt hier, rollt hier Roman ein, geht nicht für den Pin vorne ein. Reigns mit seiner Kraft. Powerbomb gegen Roman. Roman. Und das Kick out von Roman. Reigns hebt hier einfach Roman hoch für eine Powerbomb. Der Mann mit über 300 Pfund und Roman mit dem Shoulder Tackle. Tag bei der White Family. Reigns und der Hart auf dem Rücken. Habe jetzt im Match. Cover. Kick out von Reigns. Ne Super Kick von Hopper. Der Whip in die Seite bei der White Family. Jetzt Konter Reigns. Und jetzt Reigns. Vorroll mit den Clotheslines in der Ecke gegen Hopper. Vierter Clothesline hinterher. Tag. Jetzt kommt Seth Rollins wieder rein. Elbow Drop ausgewichen. Von Hopper. Rollins hat immer dran. Gibt's aufs Top Rope. Aber Hopper ist schnell genug. Hopper ist schnell genug. Und Hopper mit Rollins ist hier auf dem Top Rope. Rollins kriegt den Superplex ab. Herausragende Leistung hier von Luke Hopper. Rollins kann Konter. Rollins kann Konter. Hat Hopper da. Rollins DDT! Cover gegen Hopper. One. Kickoff von Hopper. In die Seile. Und Rollins. Schöner Neckbreaker!
Rollins begibt sich aufs Top Rope. Rollins. Frog Splash. Harper kriegt die Beine hoch. Harper kickt die Beine hoch gegen Seth Rollins. Der Champion macht das gut. Jetzt der Big Bone in Rollins. Wird er durch den Ring geschleudert. Cover. One. Two. Und auch von Rollins. Der Kickout. Rowan taggt jetzt selbstständig ein. Hebt Rollins einfach hoch. Oh, Rollins face first gegen das Top Rope. Die Wife hier macht das sehr, sehr stark. Gegen The Shield. In die Seile. Und Rollins. Kontert hier die Discus Close von Harper. Aber Harper schnappt sich sein Bein und wieder. Und holt sich nach draußen. In den Ring rein, Rip in die Seile, Rollins, Sling Break gegen Harper. Rollins ist fired up. Form von Rollins. Harper weicht aus. Rip in die Seile. Erneut Rollins. Form. Wieder weicht Harper aus. Und Harper mit der Discus Closer gegen Rollins. Das Cover, one. Und das Kick-Off von Rollins. Rollins ist noch im Match drin. Und damit auch das Shield. Und jetzt Harper mit dem Beerhug. Harper mit dem Beerhug gegen Rollins und Reigns und er bricht das Ganze. Rollins soll sich langsam auschecken. Harper hebt Rollins hoch. Sit-up Powerbomb. Rollins läuft hier schön aus. Rollt hier Harper ein. Rollins 1, 2. Kick-off von Harper. Und Headbutt ins Gesicht von, ins Ellbogen von Rollins. Rollins jetzt hier im Curb Stomp. Cover gegen Harper. One, two. Und Rollins unterbricht das Cover. Doch sein Ausgewichen von Rollins, der macht jetzt gerade einen richtig guten Form. Harper etwas langsamer geworden nach den ganzen Attacken. Und jetzt hier Rollins mit der Clothesline. Arbeitet da Roman Reigns zu, der mit der Clothesline in der Harper förmlich reinrennt. Und die nächste Clothesline. Roman Reigns auf dem zweiten Ring, da sieht man auch selten hier. Bringt dann zu sich von Luke Harper. Reigns. Power Snap. Erneut Reigns hebt Harper hoch. Jetzt kommt der Tag. Jetzt kommt Eric Rowan. Eric Rowan mit dem Big Boot gegen Reigns. Spinning Heel Kick. Reigns am Boden. Cover. One. Two. Und das Kick-Out von Reigns.
und Harper. Noch am Border, Rowan macht das sehr stark. Planted hier Reigns. Das Cover. One, two. Und Rollins. Und er bricht das Cover. Reigns kontert. Und in die Seile. Reigns Spear. Cover gegen Rowan. One, two. Und Rowan mit dem Kickout. Keine der beiden hier. Gibt da. Backbreaker, Roman Reigns. Weiche schöne Außen. Reigns Jumping Clothesline. Hier kommt der Tag. Jetzt kommt Luke Harper. Harper bringt direkt in Reigns rein. Die Jumping Clowns, nein! Und Reigns in der Ecke! Wartet, dass Harper reinkommt! Superman Punch! Jetzt kommt der Tag von The Shield! Und diesmal macht es Seth Rollins! Shield Bomb! Cover gegen Harper! One, two, three, The Shield! Es sind neue Tag Team Champions! Hier nochmal eine starke Powerbomb von Reigns gegen Rowan. Zeigt, was er für eine Kraft in sich hat. Und der Frogsplit gekontert wurde hier von Harper. Und hier are your winners, Roman Reigns and Seth Rollins. Wir haben neue Tag Team Champions und Reigns ist jetzt zum zweiten Mal Raw Tag Team Champion. The following contest is scheduled for one fall and is for the WWE Intercontinental Championship. Und Bobby Lashley betritt jetzt den Ring. Kann er jetzt zum dritten Mal den Intercontinental Championship einfangen? Laut FW, der schon die ersten beiden Matches richtig getippt hat mit DIY und The Shield, glaubt er auch, dass Bobby Lashley hier den Sieg einfahren wird gegen Sheamus. Mal schauen, vielleicht schafft er ja drei richtige von drei.
Doch bevor es dazu kommt, dass Lashley hier den Titel bekommen wird, muss er erstmal an diesem Mann vorbei. Sheamus. Er hat nämlich Roman Reigns für diesen Titel besiegen können. Und ist seitdem Champion. Sieger in einem Triple Threat Match, Sieger gegen The Miz. Sieger gegen Roman Reigns. Das kann sich doch sehen lassen. Introducing the challenger from Colorado Springs, Colorado, weighing in at 273 pounds, the almighty Bobby Lashley. And introducing the champion from Dublin, Ireland, weighing in at 267 pounds, he is the Intercontinental Champion, the Celtic Warrior. Sheamus! Sie sind beide 1,91. Beide hätten dasselbe Gewicht. Und beide haben einen Kampfstil, der auf Kraft basieren ist. Und Sheamus. Sheamus und Goldberg konnten ja am vergangenen Montag gegen Bobby Lashley und Braun Strowman einen Sieg anfangen. Und Sheamus hier beginnt sehr stark gegen den Challenger. Aber jetzt konnte mal Lashley und Jesse mit dem Shoulder Tackle gegen Sheamus. Den ersten Ellbogen kommt aber den zweiten nicht. Und jetzt zieht der Power Slam von Sheamus. Are you not entertained? Auch wieder Sheamus. Erneut der Power Slam. Trash Talk da hier mit Bobby Lashley und hier Double X. Lashley ist ja mit einem überraschend schwachen Anfang. Fängt hier den Shoulder Tackle ab und dann mit dem Elbow gegen Sheamus Kopf. Ball jetzt hier auf dem Top Row. Und Bobby Lashley mit dem Superplex gegen Sheamus. Face first geht Sheamus zu Boden. Hier ab von Lashley und erneut zum dritten Mal der Power Slam. Und Lashley merkt langsam die Auswirkungen von Sheamus Attacken. Sheamus wieder close in die Ecke. Gibt sich aufs mittlere Ringseil und dann springt er auf Lashley drauf. Der Champion bisher auf einem guten Weg. Jetzt Lashley mit dem Konter. Hebt dann Sheamus hoch und geht in den Submission Lock.
Submission Lock gegen Sheamus. Schon eine ganze Weile drin, aber jetzt kann er sich hier wehren und kommt auch raus. Kommt auch raus und jetzt rollt er hier Lashley. One, two, Kickout von Lashley. Und das Kickout von Sheamus. Er kann es immer versuchen, er hat immer gegen Miz mit einem Rollen gewonnen. Bei Extreme Rules. Also warum nicht jetzt hier auch gegen Lashley? Cover. Ach, Suplex hier von Lashley. Wieder kann Sheamus kontern. Lashley ebenso. Wieder der Ellbogen gegen den Kopf. Und jetzt Lashley mit dem Back Suplex. Und der Klaus dahinter. Lashley immer wieder mit den Ellbogen gegen den Kopf von Sheamus. Verfolgt ja anscheinend ein Ziel. Jetzt Sheamus mit dem Konter. Jetzt packt sich Sheamus. Hier Lashley. Und die Boom. Cover gegen Lashley, das kann es gewesen sein. One, two. Und Lashley mit dem Kickout. Kommt hier aus dieser Attacke nochmal raus. Und Sheamus erneut feuert gegen ihn. Erneut der Power Slam. Und wieder der Power Slam gegen Lashley. Erneut das Cover. One, two und wieder das Kickout. Sheamus war da in der Ecke, dass Lashley aufsteht. Wird das etwa hier ein Bro-Kick? Sheamus, nein! Wohl für Belly to Belly geht, Lashley kontert! Lashley kontert! Ripple in die Seile, dann über die Seile fliegt Sheamus! Jetzt wird Sheamus hochgehoben von Lashley, er zeigt seine Kraft! Und der Power Slam! Und wieder hit Lashley einfach Sheamus hoch, Backbreaker! Lashley packt jetzt seine ganze Kraft aus, die in ihm wohnt. Lashley wieder mit Sheamus im Ring. Und er genießt das jetzt. Er weiß, er hat jetzt Sheamus in seinen Fängen. Und er weiß, er kann ihn jetzt besiegen. Und Facebook geht Sheamus zu Boden. Elbow Drop hinterher. Sheamus wird hochgehoben. Und erneut. Geht hier Sheamus zu Boden. Und jetzt hier Lashley mit dem Deadlift. Kann hier Sheamus nochmal zurückkommen? Ja, er kann. Sheamus kommt zurück. Backbreaker gegen Lashley. Doppel in die Ecke. Ah, Lashley konnte die mit DDT. Massive DDT hier von Lashley gegen Sheamus. Und jetzt wird Sheamus hier hochgehoben. Lashley demonstriert seine Kraft.
gegenüber Sheamus, das Cover. One, two und das Kickout von Sheamus. Der Champion ist immer noch im Match. Und wieder Schlag mit dem Ellbogen gegen den Kopf von Sheamus. Die harte Rechte. Und wieder Lashley. Er dominiert jetzt wirklich. Er dominiert jetzt wirklich Sheamus. Und Sheamus kann hier kontern. Sheamus kontert und mit dem DDT. Oh, Sheamus mit dem DDT gegen Lashley. One, two. Und das Kickout von Lashley. Lashley hebt jetzt hier Lashley. Sheamus hebt hier Lashley hoch und rollt sich auf ihm ab. Sheamus. Das war alles Ringseil. Sheamus jetzt wie gut gewarnt mit den Schlägen. Gegen Lashley aber. Der mit dem Shoulder Tackle. Bringt ja Sheamus zu Fall. Sheamus konnte erneut, hat hier Lashley, oh, die Backbreaker. Jetzt kommen die Backbreaker hier gegen Lashley. Von Sheamus. Was hat der denn jetzt vor? Sheamus aufs Top Rope. Sheamus, Elbow Drop gegen Lashley. Cover. One, two. Und das Kickout von Lashley. Lashley ist immer noch im Match. Headbutt. Oh, Lashley. Wieder auf die Beine. Jetzt hebt der Sheamus hoch. Und der Backbreaker. Und jetzt Lashley erneut. Hat da Sheamus. Bringt ihn so voll. Das Cover. One. Tür und wieder das Kickoff von Sheamus. Der Intercontinental Champion gibt nicht auf. Er bleibt drin im Match. Doch Lashley will es jetzt beenden. Lashley! Dominator! Das Cover! 1, 2, 3. Lashley ist neuer Intercontinental Champion. Grandioses Match zwischen Sheamus und Lashley. Wunderbar. Wie lange die durchgehalten haben, was sie sich alles gegeben haben. Klasse Match. Ein Match auf Augenhöhe, würde ich sagen. Hier sind noch den wunderbaren Elbow Drop gegen Sheamus, der krass zum Sieg verholfen hat. Here is your winner and the new WWE Intercontinental Champion, the Almighty Bobby Lashley. In diesem Match, das ist ein Iron Man Match über 30 Minuten zwischen Cesaro und Randy Orton. Randy Orton war erfolgreich gegen Cesaro im letzten Pay-Per-View bei Extreme Rules. Da kommt er mit einem RKO vom Top Rope das Ganze beenden.
Ja, deshalb stellen sie sich in diesem Match gegenüber. Randy Orton. 14 Mal tut er. Eine WWE Championship. Er war der erste der den Generation den Universal Championship drauf. Per Money in the Bank. Cash in. Damals spielte er mit Bray Wyatt, Luke Harper, Eric Rowan und sich selbst, die Wyatt Family. Er, United States, beziehungsweise Universal Champion. Bray Wyatt, United States Champion, beziehungsweise Universal Champion. Und Harper und Rowan, Tag Team Champions. Alle Championships waren in den Händen der Wyatt Family. Wenn auch nur für einen Monat. Und jetzt gewinnen die 30 Minuten laufen an und Cesaro fängt mit einem ersten Schlag. Randy Orton kann direkt Collar der Dropkick. Erstes Cover direkt. Kickout. Connor von Cesaro, der packt sich jetzt. Das ist Randy Orton von Wrestler. In die Ecke und jetzt Cesaro rammt das Randy Orton gegen Turnbuckle und eine Suplex. Schöne Kombination vom Schweizer. Alright, jetzt Cesaro mit dem Suplex. Diesmal ein Vertigo Suplex. Randy Orton aber schnell wieder auf den Beinen. Cesaro setzt nach und Randy Orton mit der harten Rechten. Wann wird hier der erste Punkt fallen? Uppercut gegen Cesaro. Cesaro face first gegen den Turnbuckle. Das macht Randy Orton stark das Knie daher. Cesaro kann kontern. Und jetzt rollt er hier Randy Orton an. Eins. Kickout. Also kann man eben auch einen Punkt erzielen, Submission oder Pinfall zählt als Punkt und halt für den Gegner, wenn man DC erzielt. Schöner Uppercut von Cesaro. Randy Orton an den Seil und Cesaro rennt damit in der Schulter direkt rein. Orton landet hart auf außerhalb des Rings. Gegen Eckpfosten des Rings. Randy Orton kann sich aus dem Fängen von Cesaro befreien. Und ihr Face First gegen Apron. Counter mittlerweile bei 7. Jetzt bei 8. Gleich.
Randy Orton ist immer noch draußen. Jetzt ist er drinnen. Und er bricht das Counter, lässt hier nicht den ersten Punkt zu passieren. Das wäre die Möglichkeit gewesen. Und jetzt auch nimmt jetzt Action gegen Randy Orton und er geht face first gegen den Ringpfosten. Und nochmal gegen die Stahltreppe. Und nochmal gegen die Zuschauersperrung. Randy Orton. Face first gegen Zuschauersperrung. Gegen die Saal jetzt hier. Und auch Cesaro unterbricht es den Pinfall. Den Countout. Randy konnte sich nicht rechtzeitig erholen. Orton wieder bringen. Saul bleibt hier draußen. Jetzt geht er in den Ring rein und wieder attackiert er Randy Orton, aber der kann kontern. Orton mit dem Konter. Und jetzt hat er Cesaro. Jetzt macht Orton ernst. DDT. Und das Cover gegen Cesaro. One, two und das Kick-Out. Nach 4,5 Minuten die erste knappe Möglichkeit hier für Randy Orton. Und Orton hat hier Cesaro super. Neckbreaker. Cesaro kann kontern. Und er hebt den Randy Orton hoch in der Uppercut gegen Orton. Cover gegen Orton. One, two. Und der Kickout von Orton. Beide geben mir nicht auf. Kommt er von Randy Orton. Der KO gegen Cesaro. Das Cover. One, two. Und das Kickout kurz vor drei. Cesaro gibt den ersten Punkt nicht her. Backbreaker! Jetzt kommt der Cesaro Randy Orton aus. Und jetzt hat Cesaro Randy Orton. Sharpshooter! Aber Randy Orton kann sich da schnell raus befreien. Schnappt sich Cesaro. Neckbreaker! Jetzt wird es ein schnelles Match, ein hektisches Match. Zwischen diesen beiden. Konter von Cesaro. Und Randy Orton schubst Cesaro gegen die Zuschauerabsperrung. Und setzt nochmal einen drauf. Cesaro taumelt. Randy Orton mit Cesaro. Oh, das ist ein Vertical Suplex. Count out bei 6. 7. Randy Orton haumelt hier Cesaros Kopf gegen die Zuschauer. Cesaro kann kontern. Also ist die 8. Cesaro. Top Rope. Frog Splash nach draußen! Und auch nochmal gegen die Stahltreppe. Orton bringt Chambers in den Ring rein. Er ist Cesaro in den Ring rein. Jetzt hier Orton mit dem Backbreak. Die Fans fiebern bereits sehr mit und jetzt erneut der zweite AKO gegen Cesaro.
Das Cover. 1, 2. Und Cesaro mit dem Kickout. Auch der zweite bringt nicht den Punkt für Randy Orton. Cesaro weiter im Match. Aber was kann er jetzt noch leisten? Randy Orton mit dem Fallaway Slam. Cesaro hängt ja nur in Randy Ortons Armen. Vertical Suplex. Wie viel steckt noch in dem Schweizer drinnen? Rollt sich hier raus. Und fängt damit Randy Orton ab. Der kommt gegen Eckpfosten erneut. Orton wieder in den Ring rein. Cesaro, Top Rope. Wieder der Frog Splash. Cover gegen Orton. 1, 2. Und das Kickout. Schön ausgewichen, den Schlag von Cesaro. Aber jetzt Cesaro mit dem Roll-In gegen Randy Orton. 1, 2. Kickout. Das war knapp. Immer noch kein Punkt nach 10 Minuten. Und Cesaro hebt da Randy Orton hoch, aber der kann kontern den DDT. Stark von Orton. Cover 1, 2 und das Kickout von Cesaro. Unglaublich dieses Match. Auf höchstem Niveau, was die beiden jetzt zeigen. Vielleicht das Match des Abends. Wenn das so weitergeht. Und jetzt Randy Orton. Tobt sich an Cesaro aus. Orton. Rüttelt in die Ecke. Schlag gegen Cesaro. Chop hinterher. Cover gegen Cesaro. 1, 2. Und das Kickout von Cesaro. Ah, das wird immer knapper. Immer knapper zwischen diesen beiden Wrestlern. Wer wird hier den ersten Punkt haben? Und jetzt wird Randy Orton den dritten auspacken. Den dritten AKO. Randy Orton. Cesaro kontert. Packt sich erneut Randy Orton. In den Sharpshooter. Und er ist drinne. Randy Orton ist im Sharpshooter. Von Cesaro. Und Randy Orton tapped out. Das ist der erste Punkt. Cesaro geht in Führung. Cesaro geht in Führung und Jay setzt nach. Cesaro setzt nach. Mit einem Belly to Belly. Randy Orton wird ausgekommen und jetzt kommt der, dann kam der Sharpshooter und jetzt zum zweiten Mal. Den konnte er nicht abwehren hier. Vertical Suplex. Cesaro ist jetzt fired up. Cesaro. Uppercut. Cesaro Suplex in den Cover. 1, 2 und Kicker von Orton. Orton gibt sich raus in den Ring und kommt den Schlag auf von Cesaro. Was kann hier Randy Orton noch leisten? Cesaro hat jetzt die Überhand. Bin ausgekontert. Jetzt Cesaro gegen die Stahltreppe. Das muss das Opening sein für Randy Orton.
Count out by 6. 7 und der Neckbreaker von Randy Orton. Count-out bei 9. Und wieder unterbricht Randy Orton hier das Count-out. Obwohl sie eine starke Rivalität haben, ist das sehr fair, was die beiden hier abliefern. Nutzen nicht den Count-out zum Punkte machen. Oh, der DDT außerhalb des Rings. Sheamus gegen die Schallscherbe. Cesaro gegen die Schallscherbe. Count-out bei 7. Count-out jetzt bei 9. Und das ist der erste Punkt für Randy Orton. Er lässt Cesaro ausziehen. Und er macht weiter mit seinen Attacken. Backbreaker. Back Suplex. Und jetzt kommt er mal Cesaro. Geht sie in den Ring rein und wieder raus. Orton da am Boden. Cesaro auf dem Weg zu ihm. Und jetzt Cesaro da außerhalb des Rings mit Randy Orton. Gebt dem hier seine Kraft. Seven mittlerweile der Countout. Orton und Cesaro wieder im Ring. Cesaro, Top Rope. Elbow Drop. Gegen Rücken von Randy Orton, das Cover. One. Und der nächste Punkt für Cesaro. Nach diesen Deadlifts außerhalb des Rings. Kann sich Randy Orton nicht erholen. Und dann noch der Elbow Drop gegen den Rücken. Jetzt Cesaro mit Randy Orton, Top Rope. Und der Arm weg. Gegen Cesaro, Cover. Kick out. Fall away slam von Orton. Das Ganze jetzt hier beenden. Dritter RKO gegen Cesaro. 1, 2, 3. Gleichstand wieder. Und Orton hört nicht auf. Macht direkt weiter. Neckbreaker. Letzte Daumen hier keine Möglichkeit zum Ausruhen. Jetzt kommt das Submission-Lock gegen Cesaro. Und er kann sich daraus irgendwie befreien. Er kann sich daraus irgendwie befreien. Aber Randy Orton weiter am Drücker. Abwehrkraft zum zweiten Mal gegen Cesaro. Der rollt sich hier raus, versucht Distanz zu gewinnen. Irgendwie sie erholen zu können. Randy Orton bringt ihn wieder in den Ring rein. Nimmt ihn sich jetzt. Und wirft ihm das Top Rope.
Cesaro liegt hier nur noch am Boden. Und wieder Randy Orton. Mit dem Tritten. Am ganzen Körper von Cesaro. Cover den Cesaro. One. Two. Kickout von Cesaro. Es reicht noch nicht. Für den dritten Punkt für Randy Orton. Was steckt noch in Cesaro drinne? Vierter Akeo. Cover. One. Two. Three. 2-3 für Orton. Und jetzt Orton. Erwischt da den Referee. Erwischt hier den Referee. Cesaro kontert. Bringt Orton wieder in den Ring rein. Und erneut Cesaro zum dritten Mal der Sharpshooter gegen Randy Orton. Und Randy Orton bleibt drinne. Er bleibt drinne. Kämpft sich da irgendwie raus. Er muss sich rauskämpfen. Rope Break wäre eine Möglichkeit. Er ist nah am Seil. Er ist nah am Seil, aber er muss es nicht. Randy Orton weiter im Sharpshooter. Randy Orton, er kommt raus. Er kommt raus. Cesaro konnte nicht den dritten Punkt einsammeln. Der Dropkick gegen Cesaro. Orton. Neckbreaker. Elbow drop. Beide wieder auf den Beinen. Cesaro jetzt aber. Er ist jetzt wieder im Match. Er kann wieder zeigen, was er drauf hat. Schläge werden abgewehrt hier von Orton. Orton, Top Rope jetzt von ihm. Auf dem Hinterhintern schlägt ihn immer wieder auf den Kopf. Cesaro kann das aber abwehren. Cesaro kann das abwehren. Und face first. Hier ist Snake Eye. Elbow Drop hinterher. Cover gegen Cesaro. One. Two. Und das Kickout. Drücken in die Seile. Und jetzt Cesaro mit dem Uppercut. Zum zweiten Mal der Uppercut gegen Randy Orton. Das Cover. One. Two. Und Orton bleibt drinnen. Orton bleibt drinnen. Und er kontert. Jetzt Randy Orton Cesaro aus. Und jetzt springt er auf ihn drauf. Schlägt ihn. Orton muss eigentlich nur verhindern, dass er gepinnt wird. Cover gegen Cesaro. One. Two. Das Kicker von Cesaro. Eine 2-4 Führung könnte alles entscheiden. Aber Cesaro lässt sich mit dem Spiel denn erneut. Cesaro auf dem Top Rope. Erneut. Frog Splash. Cesaro. Frog Splash. Er wartet, macht weiter. Cesaro macht weiter. Packt sich jetzt Randy Orton. Das wieder. Das ist der Neutralizer. Cover gegen Randy Orton. One. Two. Three. Cesaro hat ausgeglichen. 7 Minuten noch auf der Uhr. Randy Orton, Neckbreaker. Uppercut jetzt hier.
Cesaro kämpft sich immer mehr zurück in dieses Match. Cesaro und Randy Orton. Da hat es hier Randy Orton auf dem Top Rope. Cesaro begibt sich eben aufs Top Rope und der German Suplex! Vom obersten Ringseil. Und jetzt Cesaro im Ring mit Randy Orton, der King of String. Acht Wiederholungen und das nach der ganzen Aktion bisher. One, two und das Kickout von Randy Orton. 6 Minuten noch auf der Uhr. Wer wird hier den vierten, vielleicht sogar fünften wichtigen Punkt einfahren? Cesaro mit Schlägen. Randy Orton kontert. Randy Orton, Neckbreaker. Praktisch Cesaro. Oh nein. Das zu dem Zeitpunkt. Das könnte ausschlaggebend sein für den Verlauf des Matches. Der DDT. Otte mit dem DDT gegen Cesaro. Pinfall. One. Two. Kickout von Cesaro. Otte glaubt es kaum. Dropkick Orton. Wie viel steckt jetzt noch in Cesaro drin? Nächster Elbow Drop. Neckbreaker. 4 Minuten. Fast 5. Cover. Kickout. Cesaro kaum noch in der Lage, sich zu wehren, aber er kommt aus dem Kickout raus. Und RKO! RKO! Cover 1, 2 und das Kickout! Kickout von Cesaro! Der kommt aus dem 5. RKO raus! Neckbreaker erneut! Cesaro rollt sich raus. Er muss irgendwie Zeit gewinnen. Irgendwie Zeit gewinnen. Und die hat ihm gereicht. Die Zeit hat ihm gereicht. Aber Orton kontert! Uppercut von Cesaro, von Randy Orton. Counter. Von Cesaro, Cesaro mit dem Uppercut! Und jetzt Cesaro mit Randy Orton wieder im Ring. Cesaro packt sich erneut Randy Orton zum zweiten Mal. Der Neutralizer! Das kann der vierte Punkt sein. 1, 2. Kickout von Orton. Cesaro frustriert. Und jetzt tritt er einmal da auf Randy Orton drauf. Cesaro. Mit immer wiederkehrenden Schlägen gegen Orton. Hebt ihn dann auch hoch mit seiner letzten Kraft. Backbreaker. Zweieinhalb Minuten sind noch auf der Uhr. Und wieder Cesaro. Aber Orton kontert! Orton kontert in den DDT!
Kabel gegen Cesaro. One, two, das Kickout. Nochmal der Konter von Cesaro. Shoulder Tackle. Cesaro nutzt sich die Zeit zum erfrischen Haufen. Cesaro jetzt. 2 Minuten sind noch auf der Uhr. Das haben wir schon mal gesehen. Außerhalb des Rings hat damals geholfen. Es hat gereicht für den Pinfall. Aber nur wegen dem harten Untergrund. Jetzt zum dritten Mal Cesaro. Und er macht direkt schnell. Er gibt Randy Orton keine Verschnaufpause. Orton. Zum dritten Mal der Neutralizer. Cover gegen Orton. One. Two. Und wieder das Kickout. Cesaro kann es nicht glauben. Scoop Slam. Konter von Orton. Konter von Cesaro. Und Cesaro mit dem Beinroller. One, two, Kickout von Orton. Wieder der Einroller von Cesaro. One, two. Und wieder ist Cesaro in die Orton mit dem Kickout. Zwanzig Sekunden noch auf der Uhr. Cesaro erneut. Cover. One, two, Kickout Orton. Was für ein Match zwischen diesen beiden. Und zum letzten Mal. Und das war's. Das Match endet unentschieden. Keinen Gewinner bei diesem atemberaubenden Match. Nach dem grandiosen Iron Match zwischen Randy Orton und Cesaro, was leider aber auch verdienterweise unentschieden endete, geht es nur bei einem Submission Match. The following contest is a Submission Match. Making his way to the ring from Huntington Beach, California. Weighing in at 282 pounds, Samoa Joe. Die letzten Submission-Matches konnte allesamt Samoa Joe gewinnen. Joe muss noch nicht gegen jemanden wie ihn antreten. FW, der Commissioner von SmackDown, sagte in der Kickoff-Show bereits,
Joe habe bisher eher einfache Gegner gehabt. Gable war kein wirklicher Mann mit Submission Locks. Er sagte, Gable wäre kein Submission-Mensch gewesen. Er hatte keine Submission-Moves, die besonders stark waren, die ihn ausmachten. Nein. Rusev gegen Shot. Das war wirklich ein Match auf Augenhöhe. Doch auch Rusev hatte in SmackDown keine leichte Zeit und war etwas mit wenig Selbstvertrauen bestückt, kann man sagen. Und das spielt ja auch bei so einer Sache immer wieder ein. Joe selbst forderte The Fiend heraus. Und The Fiend hat geantwortet. Und The Fiend mit dem ersten Schlag gegen Joe direkt hier, Paul. Zeigt er seine Kraft, die in ihm steckt. Joe kann kontern. Jetzt Joe mit dem Tritt, direkt wieder der Fiend mit dem Konter. Und The Fiend, die Wolf in Suplex gegen Joe, kann ihn abwehren. Und geht aufs Bein. Ich bin in die Seile. Elbow Drop. Joe jetzt von hinten. Back Suplex gegen The Fiend. Man darf Joe nicht unterschätzen. Er war mal United States Champion. Und dann jetzt sicher, aber hier kommt der erste Submission Lock. Der Sleeper von The Fiend gegen Joe. Da kommt er. Da kommt er raus. Kämpft sich da auch. Das war noch zu früh. Um es gegen. Um Joe das zu enden zu können. Und jetzt Joe selbst hier mit dem nächsten Submission Lock. Auch ist der hier. Geht nicht durch. Schön ausgewichen, Joe. Erneut attackiert er den Arm von The Fiend und den Kopf dazu. Aber auch erneut The Fiend mit dem herauskommen. Jetzt der Sleeper. Der Sleeper gegen Joe. Und Joe ebenfalls. Der kommt wieder raus. Fiend steht einfach auf und Joe mit der Klausner jetzt! Joe packt sich den Fiend und das Suplex hinterher. Geht hier aufs Top Rope. Und Joe mit dem Knie voran ins Gesicht vor den Fiend. Und der nächste Submission Lock. Von Joe, auch wenn sie nicht klappen, sie fügen ihm gegenüber trotzdem Schmerzen zu. Joe ist sehr, sehr stark, den Anfang von ihm hier, denn er zeigt immer wieder, kontert er The Fiend aus. Jetzt kontert The Fiend. DDT!
Jones in der Ecke. Dann wird er mehr arbeitet mit dem Fuß von Bray Wyatt. Wright starrt einfach nur auf den am Boden liegenden Joe auf, der dem reichen das. Aber Wright wartet nur! Sister Abigail! Die Psychospielchen von Bray Wyatt! Sie hören niemals auf! Und bei Wright, der will nochmal einen draufsetzen. Es ist hier ein Submission Match, aber Bray Wyatt spielt hier mit Joe. Der spielt hier mit Joe. Er hat eben erst den ersten Sister Abigail abbekommen. Und wir wissen jetzt alle, wenn Bray Wyatt in dieser Position ist, was dann kommt. Bray Wyatt wieder mit dem nächsten Sister Abigail. Gegen Joe, das hilft ihm zwar nicht zum Sieg, aber es fügt trotzdem großen Schaden zu. Clothesline von der Bray Wyatt. Nächste Clothesline. Oh, Joe weicht auf und der Fiend hier. Backbreaker. Was steckt noch in Joe? Nach den zwei Sister Abigails. Gegen ihn. Bray Wyatt, der steht einfach da. Macht er dasselbe Spielchen wie eben? Macht er es? Wir wissen es nicht. Bray Wyatt, er will jetzt ansetzen. Er will jetzt ansetzen. Und er geht für die Mandible Claw. Er geht für die Mandible Claw. Und Bray Wyatt beendet das ganze Match hier schneller als gedacht. Samoa Joe. Nahezu chancenlos. Obwohl es eigentlich sein Fachgebiet ist. Zwei Sister Abigails und die Mandible Claw. Reicht nur, um das Submission Match zu gewinnen. Es wirkte ausgeglichen. Doch die Sister Abigail aus dem Nichts waren dann doch zu viel. Bray Wyatt damit weiterhin ohne Niederlage. Ungepinnt. Unsubmitted. The Fiend. Dominiert. Weiter. So hart wie der Film mit Joe gegangen ist, so hart könnte dieses Match werden. Wir sind Baron Corbin und Triple H.
Greenwich, Connecticut. Weighing in at 255 pounds, the King, Triple H. Triple H. Letztes Pay-Per-View. Trat er als Universal Champion gegen Braun Strowman an. Und unterlag. Grund dafür vielleicht ein Angriff von Baron Corbin, man weiß es nicht. Das Match schien ausgeglichen zu sein. Und Corbin brachte mit seinem Eingriff zu seinem End of Days die Niederlage für diesen Mann. Den COO der WWE. 14-facher World Champion. 15-facher World Champion, Entschuldigung. Triple H gegen Baron Corbin. Das Match beginnt. Corbin wollte hier schlagen. Triple H fängt ihn aber ab. Jetzt der Schlag. Der Dritt wird abgefangen von Triple H. Ein Knie dagegen. Sideslide. Das ist Cover. Kick-out von Corbin. Viel zu früh. Corbin dürfte hier unterlegen sein, aber so unterlegen ist er nun auch wieder nicht. Der ist hin und her bisher in diesem Match. Wieder der Cutter von Triple H. Packt jetzt wieder neu Corbin. Kriegen wir da an die Seile. Triple H über die Seile kommen. Schöner Counter hier von Baron Corbin. Er wird jetzt erstmal hier die Turnbuckle Seile. Packt sich Triple H. Und er landet dagegen! Triple H landet hier gegen den Turnbuckle, der ohne Schutzpolster hier ist. Counter von Triple H. Disrespect hier gegen Corbin, packt ihn sich. Picture Perfect Vertical Suplex von The Game. Jetzt ist Cover. So. Tür und Kickout von Corbin. Konter von Corbin. Packt sich hier Triple H und ich dachte schon, er wird für den Chokeslam Backbreaker gehen. Einer seiner stärksten Moves, aber hier entscheidet er sich dagegen. Und wieder Triple H hier gegen den Ecken. Corbin springt hinterher, aber Triple H weicht hier gekonnt raus. Die Rechte von Triple H. Knie hinterher. Und Triple H jetzt. Wieder der Vertical Suplex. Corbin rollt sich raus, um Distanz und Zeit zu gewinnen. Triple H folgt dagegen. Und Corbin hat sich erholt. Triple H hier gegen die Zuschauersperrung. Und Corbin setzt nach. Wollte er hier für einen Powerbomb, für einen Powerslam gehen. Aber Triple H kann das Ganze hier abwehren. Und gibt mir jetzt die Rechte mit.
von der von Carbon. Und erneut Triple H hier gegen die Zuschauersperre mit voller Wucht und wieder kommen mit den Schlägen hinterher. Was hat Corbin jetzt vor? Wirft sich hier einen Candlestick raus. Und schlägt damit auf Triple H ein. Kriegt einen Stuhl in den Ring rein, lässt ihn aber dann liegen. Triple H währenddessen wieder auf die Beine gekommen, bringt Corbin in den Ring rein. Knie in die Magenkugel von Baron Corbin, jetzt ein Schlag in den Hinterkopf. Und Triple H, Back Suplex. Schön gemacht. Und Triple H setzt nach, der Spinebuster mit dem Cover. One. Und der Two und das Kicker. Ein bisschen fehlt noch, um Baron Corbin hier abzufertigen. Noch ist nicht die Zeit gekommen, dass The Lone Wolf hier das zeitliche segnet. Und wieder Triple H erneut gegen Turnbuckle ohne Absicherung. Corbin mit hier Triple H aufs oberste Ringseil. Oh, Triple H kontert hier. Kriegt einen Ellbogen ins Gesicht und dann hier der Double X Handle gegen Baron Corbin. Versucht hier auf die Beine zu kommen. Oh, Pedigree. Pedigree abgewehrt von Baron Corbin. Schnappt sich jetzt Triple H und da. Zeigt hier einfach mal, was er für eine Kraft in sich hat. Die nutzt er sonst nicht. Darauf ist sein Kampfstil nicht ausgelegt. Aber er hat sie. Bei seiner Größe nicht verwunderlich. Und Corbin jetzt hier. Schöner Deep Six gegen Triple H. 1-2 Kicker. Gegen seinen Kontrahenten. Da kommt in die Seile. Big Boot ins Leere, Triple H von hinten. Back Suplex. Triple H mit seiner Erfahrung hat er immer wieder Wege und Mittel, um aus den Fängen von Corbin rauszukommen. Und Corbin scheint immer wieder mehr intuitiv zu reagieren. Triple H liest hier das Game, liest hier diesen Matchup. Und das zeigt sich auch bisher in seiner Leistung. Hat er gut Corbin im Griff, aber er kann sich jetzt hier erneut wehren. Und packt sich auf Triple H, den Jungsim Breaker. Den hat er vorhin angedeutet und jetzt hier sogar der Pinfall. One, two. Free. Gibt's doch nicht. Corbin legt sich hier mit dem Referee an. Kann es nicht glauben. Rückt in die Seile. Weg gut. Knappt ihn jetzt in den Stahlstuhl. Ich kann ausweichen. Nimmt Corbin den Stuhl ab. Haut ihn dabei sogar dem Stuhl noch ins Gesicht und das German Suplex hinterher. Beziehungsweise eine Art des German Suplex. Jetzt Triple H Spinebuster. Cover gegen Corbin. One, two und wieder das Kickout. The Lone Wolf bleibt weiterhin in diesem Matchup. Triple H mit dem Schlag. Neckbreaker.
Er kommt immer wieder ins Match rein. Corbin hat immer mehr Probleme mit Triple H mitzuhalten, obwohl eigentlich Triple H hier mit seinem Alter eigentlich Probleme sollte, körperlich mit Corbin noch mithalten zu können. Doch dies ist nicht der Fall. Er kommt mit alles mit seinem Wissen, mit seiner Erfahrung, die er hat. Und jetzt Triple H hat Corbin Pedigree. Das war's. Wie auch schon bei Backlash ist auch hier Corbin geschlagen. 1, 2. Und Corbin! Der kommt hier tatsächlich auf den Pedigree raus. Triple H deutet seinem Untergebenen, seinem Mitarbeiter an. Hier 10 mal schneller. Das war ganz klar. Die 3. Aber mit all seiner Erfahrung, all seinem Wissen weiß er ganz genau, das Match ist eigentlich schon gelaufen. Das ist eigentlich schon gelaufen. Jetzt kommt der Rain of Days. Corbin hat hier noch ein Hörchen mitzureden. 1, 2. Und das Kickout von Triple H. So schnell kann sich das Ganze wenden. Triple H fühlt sich siegessicher und dann kommt der End of Days von Baron Corbin. Corbin legt hier den Startschuss. Mein Triple H Konter. Wieder der Konter. Von Corbin und dann zeigt er erneut seine Kraft. Counter von Triple H. Jetzt hat Chop hinterher. Wieder die Schläge von Triple H in der Ecke gegen Baron Corbin. Der zackt da in der Ecke zusammen. Und Triple H lässt nicht nach. Er setzt nach, denn er will dieses ganze Matchup. Denn er will siegen. Ob siegen gegenüber Baron Corbin. Okay, die nächste Schlag ab. Das Cover. Kickout. Und langsam fragt sich hier Triple H, da sieht man sein Gesicht, was muss ich alles machen, um diesen Jungspund zu besiegen. Und das Beinwasser mit gekonnt mit dem TDT. Von Baron Corbin. Lässt hier Triple H in seiner Ecke. Packt sich den Stuhl. Wieder der Konter von Triple H. Knie von Ebel den Magen. Jetzt beide hier im Kettenwrestling. Corbin schubst ihn einfach weg. Rücken in die Seite. Corbin. Hebt hier Triple H hoch. Nimmt sich hier erneut den Stuhl und legt ihn in Position. Triple H und Corbin. Top Rope. Corbin, was hat er hier mit Triple H vor? Baron Corbin. Der Superplex. Auf den Stahlstuhl. Von Baron Corbin gegen Triple H. Und jetzt Baron Corbin. End of Days zum zweiten Mal. Das Cover. 1, 2, 3. Baron Corbin siegt tatsächlich gegenüber Triple H. Hier sehen wir noch mehr den Jokester und Backbreaker von Baron Corbin gegen Triple H. Und hier der schöne Spinebuster, fasst er sogar hier den Kopf, den Stuhl erwischt.
Dann wäre das Ganze natürlich anders ausgehen. Aber Corbin hier mit seiner Taktik, den Superflex auf den Stahlstuhl und dann den End of Days hinterher. Da schafft es auch ein Triple H nicht mehr herauszukicken. Grandioser Auftritt von diesen beiden Wrestlern. Nun folgt das letzte Match von Monday Night Raw. The following contest is scheduled for one fall and is for the WWE Universal Championship. Goldberg macht hier den Anfang. Am Montag konnte er eine Kombination mit Sheamus gegen Braun Strowman und Bobby Lashley gewinnen. Er war der ausschlaggebende Punkt. Dann die sich selber Leistung heute neu bringen und wieder Braun Strowman bezwingen. Und zum zweiten Mal Universal Champion werden. Strowman ist im Gegensatz schon zweifacher Universal Champion. Ein kleiner Fun Fact, beide seine Universal Championships gewann er an Extreme Rules. Introducing the challenger from Atlanta, Georgia, weighing in at 270 pounds, Goldberg! And introducing the champion, weighing in at 385 pounds, he is the WWE Universal Champion, Braun Strowman! Und das Match
beginnt offiziell und Strong mit dem ersten Tag über Goldberg. Packe nicht lang hier, Scoop Slam. Packt das Strong, wirkt ihn hier und rammt ihn zu Boden. Der Champion. Was wir haben nachsehen, aber jetzt Strowman. Mit einem einzigen, einer einzigen Backpfeife in dessen Big Boot. Und schon ist Goldberg am Boden. Strowman hat über 100 Pfund mehr drauf als Goldberg. Und das bekommt er in seinen Attacken zu spüren. Und diese 100 Pfund sind reine Muskelmasse und Kraft, von der Strowman nur zu Genüge hat. Und Strowman hier wird abgefangen von Goldberg. Schöner Bergsuplex. Erneut Goldberg hier mit Strowman. Nächster Vertical Suplex. Aber hier Strowman kontert Goldberg auf, wirft ihn dabei einfach durch den Ring. Headbutt. Ich glaube, es gibt keinen Superstar hier bei der WWE, der jemals oder überhaupt auf dem Stärkeniveau von Strowman ist. Und Strowman hier wirft hier 270 Pfund. Über 120 Kilogramm. Einfach durch die Gegend. Goldberg hat mit großen Problemen gegen Big Man. Kann aber hier die Strowman erfolgreich kontern. Schnappt ihn sich hier. Neckbreaker! Wieder kontert Strowman. Ah, will Goldberg jetzt zu sich treten. Er kann jetzt über Ganze abwehren. Strowman hier schlägt hier schneller zu als Goldberg. Kommt gleich das Alter raus. Wird irgendwie sein und Strowman wirft hier Goldberg über seine Schultern. Der Universal Champion bisher im Vormarsch. Counter von Goldberg. Jetzt mit Strowman in der Ecke. Jetzt haut er hier die ganzen Schläge raus gegen Strowman. Und auch Goldberg wirft Strowman durch den Ring. Ich glaube, Strowman hat sich hier ein bisschen vertan. Goldberg ist kein bisschen schwächer geworden, trotz des Alters. Und er geht hier für den Submission Lock gegen Strowman. Geht hier gegen das Bein. Was immer wieder effektiv ist gegen Strowman. Und kommt diese Belastung, was das Bein aushalten muss. Wegen Strowmans Gewicht. Und ich glaube, sein hinterher. Goldberg, Top Rope, Strowman kann hier ausweichen. Ah, wechselt den Schlag ab, aber Strowman lässt nicht nach. Kommt er von Goldberg. Strowman jetzt mit dem Kotter fängt Goldbergs Beine ab und hebt ihn hoch. Goldberg wieder geplantet. Versucht sich hier zu retten. Gab damit nicht ganz. Cover von Strowman. 1, 2. Kickout von Goldberg. Kommen wir in die Ecke. Und Face First rammt Goldberg hier den Kopf von Strowman immer wieder gegen den Turnbuckle. 10-mal das Ganze. Strowman taumelt und fällt hin. Goldberg. Jetzt erneut. Der Submission Lock. Gegen das Bein von Strowman. Erneut.
Die Frage ist, wie oft kann das Strowman aushalten? Wie lange kann das Strowman aushalten? Je länger man drin ist, so schmerzhaft wird jetzt der Tritt ins Gesicht. Von Strowman. Ah, gut ausgewichen von Strowman hier gegen Goldberg. Welchen Kick out, Back Suplex. Der Universal Champion macht keine halben Sachen. Goldberg da vor ihm auf allen Vieren. Headbutt. Und Strowman hier, der Deadlift. Gegen Goldberg. Strowman. Auch körperlich überlegen gegen Goldberg. Sieht man oft, dass Goldberg körperlich dominiert wird, der Shoulder Tackle. Gegen Goldberg. Ah, was für ein Belly für Belly gegen Goldberg kann das Ganze kontern. Und Goldberg, der kriegt ihn hoch. Der kriegt Strowman hoch für den Jackhammer. Das war's. 1, 2, 3, 9. Strowman kriegt die Schulter hoch. Strowman kommt aus diesem massiven Jackhammer raus. Und Goldberg setzt jetzt nach. Clothesline wirft Strowman da über sich. Strowman schmeißt ihn zurück und dann kommt der Spinebuster hinterher. Okay, diese Eile. Und der Referee wird in Mitleidenschaft gezogen. Referee wird mit der Mitleidenschaft gezogen. Strowman hält Goldberg hoch. Power Slam. 1, 2, 3. Und dann das Kick-Off von Goldberg. Es waren eigentlich schon 3. Es wäre die Fingerbewegung des Strowman hier. Ganz, ganz stark. Gegen Bill Goldberg. Was hat der alte Mann noch im Ring zu sagen? Aber es ist der Mania und der Laker The Rock. Hier macht er bisher eine sehr, sehr gute Figur gegen Strowman. Hebt das Strowman hoch. Den hochheben, aber nein. Strowman kontert. Packt sich Goldberg hier zwischen die Beine, hebt ihn einfach hoch. Face first an den Goldberg am Boden. Face first. Goldberg rennt da geradewegs hier in den Schlag rein. Von Strowman. Goldberg auf der obersten Ringseite. Goldberg hat im Running Power Slam etwas außer Form, außer Puste. Ist es vielleicht der? Doch, ist es. Alter, nein! Jetzt kontert er. Goldberg kontert. Was für ein Jackhammer geht. Strowman kontert erneut. Strowman! Running Power Slam! Und erneut hit er Goldberg hoch. Goldberg mit dem Schlag. Strowman mit dem Konter. Wollte wahrscheinlich für den zweiten Running Power Slam geben. Und Goldberg macht ihm dann einen Strich durch die Rechnung. Goldberg mit Goldberg am Top Rope. Strowman macht sich bereit. Hoffentlich hält der Ring das aus. Strowman mit dem Superplex! Gegen Goldberg. Das Cover. 1, 2. Und das Kick-Out von Goldberg. Der ist noch im Match drin. Und auch Strowman zeigt mittlerweile Erschöpfung. Auch er mittlerweile. Mit Erschöpfung. Goldberg mit dem Tritt in den Bauch. Goldberg. Neckbreaker.
Hebt Strowman hoch. Superkick in den Bauch. Und er tritt in den Rücken. Braun Strowman. Wenn man für den Chokes der Knight Strowman kontert. Face first geht hier Goldberg zu Boden. Super gekontert von Strowman. Hebt jetzt Goldberg hoch. Zum dritten Mal der Running Power Slam. Das Cover. 1, 2, 3. Strowman bleibt Universal Champion. Jetzt sind wir noch in den Jackhammer von Goldberg. Und Strowman kann dann tatsächlich aus diesem Jackhammer rauskommen. Dass überhaupt Goldberg diese in der Lage ist, Strowman hochzubekommen, ist schon ein Wunder. Und dann ist dieses Kickout. Ganz, ganz starke Leistung von Bill Goldberg, aber Strowman war dann doch vielleicht eine Nummer zu groß und vielleicht eine Nummer zu jung. Oder Goldberg war eine Nummer zu alt. Nichtsdestotrotz ist Braun Strowman weiterhin Universal Champion. Und damit enden auch die Matches von Monday Night Raw. Gleich geht's weiter mit den Matches von SmackDown. Viel Spaß beim weiteren Verlauf des Abends.